Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir haben hier Kantar, den ersten Charakter. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Ja. Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Okay, hau raus. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Da ist der Haken. Und was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Und wie kommst du dann in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Nehmen wir. Immer her mit dem Wisch. Hier, sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch, denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Ja, komm, zeig mir deine Ware. Ich kann ihm ein paar Such dir was aus. Bestimmt verkaufen. Wie viel Gold hat er? 93 hat er. Ich sehe nicht, wie viel Gold er hat. Was sind das? Wolfsmesser? Kann ich ihm die Dinger geben? Dann der Dolch. Hier, Essenz der Heilung. So, Bier behalten wir erst einmal. Kann das ablaufen? Hier Fisch und sowas. Hier Feuerball. Die Zauber brauchen wir nicht. Dann Nachricht, Passierschein, Steckbrief. Versiegelte Botschaft. Goldbrocken. Ja. Und ein Stängel Sumpfkraut. Oh, das behalten wir. Was hat er denn sonst? Pfanne. Weiß jetzt nie. Edles Kurzschwert. Piratensee. Ja, aber wir haben noch nicht die Stärke für. Würde ich sagen, so lassen wir das. Wie schließe ich ab? Nee, das will ich, das Sumpfkraut bitte will ich behalten, ja? Wie? Ich muss weiter. Von mir aus. Hab ich die jetzt verkauft oder habe ich die jetzt nicht verkauft? Ich habe die verkauft, wie es aussieht. Aber ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung. Wie läuft denn das hier? Steuerung? So. Inventar. Ich sehe jetzt nicht, wie ich... Ich habe keine Ahnung. Aber hier sind wir jetzt erst einmal bei so einer Schafsfarm. Und da haben wir Lobart. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Für die Bauern. Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen?
Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Ah, okay. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie ihm nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Okay, was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Okay, für wen bist du, Bauern oder König? Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ah, okay. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, okay. Du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Ja, hat wie ich auch vor. Immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Okay. Ich soll Rüben ziehen? Willst du... Nee, wir brauchen erstmal Arbeit. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. So, das Rübenfeld neben der Scheune, also das hier wahrscheinlich. Dann gehe ich mal von aus. So. Nehmen wir mal alles mit. Ja, haben wir erstmal eine kleine Quest, bisschen Arbeit, bisschen was zu tun. Ist auch mal was Schönes. Nicht immer hier Krieg zu führen gegen irgendwelche Leute. Komm, wir fangen mal hier hinten an. So, muss ich noch ein bisschen näher ran. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir, wenn wir die jetzt durchhaben. Ist sogar noch näher. Dann hier. Und so. Das müssen jetzt die letzten sein, ne? So, wie viel haben wir jetzt? Rüben, Feldrübe, 25. Reicht das oder will er noch mehr? Ich gehe mal hier gucken. Was gibt's denn hier? Kann ich mich hier einfach hinlegen? Später, irgendwie? Hier gibt's ja auf jeden Fall Betten. Okay, noch mehr Felder sehe ich jetzt hier nicht. Noch ein paar Schafe auf jeden Fall. So. Und 10 Lernpunkte haben wir. Nächste Stufe bräuchten wir 1500. Aber hier in Gothic 2 werde ich ein bisschen mehr aufpassen, wohin ich meine Punkte investiere. Weil mir schon auch mitgeteilt wurde... Wer hat dich denn eingeladen? Mach, dass du aus dem Haus kommst. Hier gibt's keine Almosen. Okay, Hilda. Ja, mir wurde nämlich mitgeteilt, hier kann man sich verskillen.
Dann würde ich hier tatsächlich... Hey, du! Hier hast du deine Rüben. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. 10 Goldstücke weniger? Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Nee, ich gehe mal von aus. Was kostet die Landarbeiterkleidung? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 50 Goldstücke. Schutz, Waffen 15 und Pfeile 15. Okay, gib mir die Arbeiterkleidung. In meinem Haus steht eine Truhe, da findest du saubere Sachen. Aber lass dir bloß nicht einfallen, noch was anderes zu nehmen, ohne zu fragen. Okay. Der hat auch gerade eine Aufgabe für uns gegeben. Also gehen wir mal hier. Ich glaube, das ist die Frau von ihm. So, die Hilda. Hey, du. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Morgen kannst du dir wieder was abholen. Eintopf erhalten. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zu dem Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Okay, 20 Gold, haben wir bekommen. Das fand ich jetzt super. Das, nicht, dass ich es versaufe. Boah, geil. Ich feier das hier gerade. Ich feier das gerade richtig sehr. So, da sitzt er ja. Aber ich habe jetzt hier noch nicht gedacht, wie man hier genau... Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Er hatte hier ja eine Pfanne. So. Dann kann ich auch noch... Ah ne, warte, ich wollte hier was... Ja, komm. Ich muss weiter. Von mir aus. So. Ah, okay. Ich habe das Ding. So, das ist... Ja, dann komm, wir benutzen das und verkaufen ihm die. Zeig mir deine... Such dir was. So, wo haben wir das Ding? Da. Ich muss weiter. Von mir aus. Okay, nice. Ich finde das Springen hier lustig. Aber ich finde es schade, dass wir hier nicht mehr diese Rolle machen können. Können wir dich hier auch später irgendwie lernen? Warte mal, müssen wir mal gucken. Gibt es hier Akrobatik? Hier gibt es keine Akrobatik. Wir können hier schmieden. Boah, wie geil, wir können schmieden. Nice. Okay, da gehen wir jetzt einmal zu Hilda wieder. Hey. Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Jo. Sekunde, wir durften hier ja irgendwo... Da. Bauernkleidung 1. Kriegen wir dafür jetzt Ärger? So, wo haben wir die Bauernkleidung? Da. Ja, sind wir schon mal ein bisschen besser gewappnet. Ja, ich würde aber auch mal eben kurz einen Apfel futtern. Oder 2. Oder 3.
Ach, Bier gibt auch Lebensenergie jetzt mittlerweile. Nice. So. Würde ich hier jetzt einmal speichern. So. Und mit Lobert nochmal quatschen. Hast du sonst noch was für mich? Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Jo, okay, dann fragen wir mal die Jungs auf dem Feld. So, da haben wir ja zwei. Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Okay, hat er noch was? Hey! Seit die Barriere um die Strafkolonie weg ist, haben wir ständig Ärger mit Banditen. Okay, die haben nichts für mich zu tun. Was mit dem? Der hat sogar einen Namen. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Okay. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Ein bisschen, was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobert als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Aber von mir hast du das nicht, klar? Ja, okay. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Okay, ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Ah, okay. Und ich habe gerade irgendwo im Hintergrund gehört, dass irgendwelche getötet wurde. Da. Oh, das haben wir sogar überlebt. Greg. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Klar, warum nicht? Versteckst du dich vor jemandem? Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Lass das Gefasel, sag mir, was du willst. Lass das Gefasel, sag mir, was du willst. Siehst du, genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Klar, immer. Ja, warum nicht? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Wegen den Stadtwachen? Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Mit dieser Baumkleidung hier sollten Sie dich vorbeilassen. Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Wie wär's mit Bestechung? Komm, wir geben Ihnen den Passierschein. Ich habe hier einen Passierschein für die Stadt. Ach so. Ich soll jetzt so tun, als wenn ich ein Bürger der Stadt wäre, oder wie?
Jetzt guck mich doch mal an, Junge. Dort glaubt mir doch keine Sau. Mit dieser Nee, wie wär's mit Bestechung? Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Wo muss ich mir jetzt wirklich meine Bauernkleidung abgeben? Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Hoffentlich. So ein junger Wolf, der hat mir meine Erfahrungspunkte hier geklaut. Hab ein Arsch. Aber da ist... Da sind zwei Blutfliegen. Kleine Blutfliegen sogar. Komm! Wo ist der andere? Da. Okay. Die haben wir. Die haben wir erledigt immerhin. Also hier kommen wir nicht so einfach hoch. Jetzt sind wir unsere Bauernkleidung wieder los. Na super. So. Essen wir mal den Fisch. Oder warte, ein Topf haben wir hier. So, und nochmal den Fisch. So, es wird auch langsam dunkel. Müssen wir mal schauen, wo wir pennen können. Obwohl, wir könnten hier auch... Vino? Bauer. Auf die Miliz ist kein Verlass. Wir müssen uns selbst verteidigen. Okay, noch ein Bauer. Warte mal. Wir müssen unseren Teil an die Stadt ab. Ja, da kennen wir. Jetzt schon Minecrawler. Speichern wir eben. Ich bin jetzt neugierig. Junger Feldräuber. Okay. Nichts zu holen. Okay, junger Feldräuber. Ich dachte, das wäre ein Minecrawler. Aber gut. Die Erfahrungspunkte haben wir auch schon mal mitgenommen. So, dann gehen wir mal. Gehen wir mal da rein. Da können wir sicher pennen. Es ist ja schon dunkel. Und 19.36 Uhr. Lederbeutel. Zu weit entfernt. So, bis zum nächsten Morgen, auf jeden Fall. Hier steht er automatisch auf. Nice. Und Gesundheit ist voll. Warte mal, Malik. Warte mal. Okay, der hat nichts Neues für uns. Gibt's hier nicht noch irgendwo Bauern? Malef war ja hier vorne. Es war jetzt bisher nur Vino. Mit dem Namen. Sonst sehe ich jetzt keine weiteren Bauern. Und der hat keine Aufgaben für mich, ja? Ja gut, dann gehen wir noch mal wieder in Richtung Stadt. Den Passierschein haben wir noch. Ah, und wir können immer noch so rumlaufen. Okay, da kommen schon die Wachen. Halt! Was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich bin gekommen, um mich der Miliz anzuschließen. Ich habe einen Passierschein. Tatsächlich? Und wen hast du dafür umgelegt, du Halsabschneider? Wollt ihr mich jetzt reinlassen oder nicht? Na, geh schon rein, bevor ich es mir anders überlege.
Jo, okay. Sind wir drinne? Dann bin ich jetzt gespannt. Da wartet auch schon direkt jemand. Halt, Fremder! Lothar. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Wo hast du das denn schon wieder her? Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht noch obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ja, okay. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Wie werde ich Bürger der Stadt? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel, mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Okay, wo finde ich Arbeit? Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Okay, warte mal, wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Okay, wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Okay, wo kann ich übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Okay. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Okay. Nachricht von Anführer der Paladine, lass ich mal sein. Solange du in Korinis bist, kannst du dich sicher fühlen. Die Paladine des Königs wachen jetzt über diese Stadt. Das hat er wirklich nicht gehört. Wie geil eigentlich. Von so. Hier fährt keiner was. Da hat hier jemand wieder. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Ich habe was anderes gehört. Okay. Gut, was? Was stand da? Das ist doch alles nur Gerede. Matthäus allerlei. Das ist super. Glauben, was man hört. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Ja, kommt. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breitgemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Das höre ich
zum ersten Mal. Okay, kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Nicht gewusst. Ich? Nein, ich habe hier auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Okay, wo finde ich Matteo? Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Okay, was mit den anderen einflussreichen Bürgern? Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Ich brauche Geld und bin auf der Suche nach Arbeit. Ich weiß gar nicht. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Und was hast du, anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner? Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Ich weiß langsam nicht mehr, was weißt du über Onas Söldner? Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Ist das Lee? Welche Zeiten sind das? Ist das Lee? Zeig mir deine Ware. Ja, gut. Da gibt's nichts, was ich haben will. Wo hast du das? So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, kaufen wir was dazu. In der nächsten Folge machen wir mal weiter. Wir suchen, erkunden ein bisschen mal dann die Stadt hier. Und. Das ist doch alles nur Gerede. Bürger? Ja, wir erkunden ein bisschen die Stadt und überlegen uns, wo wir uns erstmal eine Ausbildung als Lehrling aussuchen, was wir dann machen werden. Ich weiß, ich habe super Deutsch gesprochen gerade, aber ihr habt hoffentlich verstanden, was ich meine. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!